So, und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von der zweiten Aufnahmesession im USA DLC. Wir haben immer noch Geldprobleme. Sieht's aus. Gut, 3 habe ich jetzt nur gerade so kaufen können. Ganz klar ist allerdings, wir müssen die Geldprobleme loskriegen und wir brauchen eindeutig 2 neue Züge. Ist ganz klar. Mit reichen eigentlich 3 Waggons. Klone jetzt, weil da tun wir dann gleich 2 Stück auf den Weg schicken, bald wir genug Geld haben, weil jetzt ist anscheinend das Geld da. Weil wir brauchen eindeutig die neuen Züge, weil alles ist ja voll. Teilweise sage ich. Die Straßenfahrzeuge können auch ersetzt, also muss ich mal anderes einfahren lassen. Nicht genug Geld. Was 400.000? Der ganze Spaß. Wenn wir momentan jetzt überhaupt nicht auf der hohen Kante haben, dann wir 400.000 in neue Züge investieren können. Kein Geld mehr, war gerade Geld da, jetzt ist keins mehr da. Wollte ich aber auch Fahrzeuge austauschen, aber. Ich mal da schauen, was so alles überaltet ist. Also da unten und da oben auf jeden Fall. Und so ziemlich alle sind überaltert. Also können alle auch ausgetauscht von einer Linie. Ne? Aber das ist momentan kein Geld, habe ich gerade wieder gesehen. Wir sind schon wieder im Minus. Schauen wir mal, wie viele Leute jetzt einsteigen. Ach, so gut, jetzt wird auch mal leer sein, ne, der Bahnhof. Gut, jetzt wird auch mehr generiert in der Stadt, weil jetzt der Bahnhof leer ist und die Leute nicht mehr so lange warten müssen immer. Sieht da, das Geld bewegt sich jetzt immer nur im 100.000 Minuser Bereich. Fange auf jeden Fall schon mal an, die Schulden zurückzuzahlen, weil wir brauchen einfach weniger Schulden. Bevor ich ein neues Fahrzeug kaufe, möchte man Schulden zurückzahlen. Ja, jetzt müssen wir mal abwarten. Also klar ist, die Linie lohnt sich auf jeden Fall. Bisher alle grün, der Ertrag, dann passt es ja. Nur weil ich jetzt Schulden zurückzahle und sonst noch was mache,
Dann sind wir natürlich klar im Minus da unten. Ich versuche hier jetzt auf Null zu kommen innerhalb der nächsten Folge. Das Ziel. Ob wir es halten können, sehen wir. Irgendwann mal, vielleicht. Mal schauen. Kurze Zwischenfrage. Was haltet ihr von meinen bisherigen Projekten bzw. Videos? Waren die gut oder waren die schlecht ausgewählt? Schreibt bitte in die Kommentare ein gewisses Feedback, falls ihr es geben wollt natürlich. Weil das wäre sehr gut für mir nämlich. Könnte ich mir eine Meinung bilden und theoretisch das Angebot anpassen. Ja, das Angebot anpassen. Ganz klar. Falls ihr noch keine Abonnenten seid, könntet ihr ja den Kanal auch abonnieren. Nur damit ich weiß, ob überhaupt einem die Videos gefallen. Das wäre ja das Ganze. Klar ist auch, es wird sich in der nächsten Zeit ein bisschen was ändern wahrscheinlich. Aber das ist ja mehr oder weniger jetzt da, was ich. Wie es ich hier aufzieht, einsteigermäßig, und das soll sich noch ändern. Sollen auch noch Multiplayer-Projekte kommen, aber da sind noch Planungen erforderlich, die ich momentan noch nicht gemacht habe. Muss ich persönlich sagen. Ich hatte noch keine Lust, mich mit den anderen abzusprechen. Wie ihr seht, wir haben jetzt schon ca. 1 Million Schulden abgebaut. Also durchweg positiv das Ganze. Die Jahreszahl schreitet auch voran. Also dieses Mal wollen wir weiterkommen. Wie ihr auch wahrscheinlich schon mitbekommen haben dürft, ist, ich habe diesmal eine große Karte genommen und keine mittlere. Also wir haben viel zum Anschließen, sehr viel. Später mal wird es gar kein Problem sein, da irgendwas zu machen, weil. Da haben wir dann eh Geld, da brauchen wir dann keine Schulden mehr aufnehmen. Und das sind dann da 100 Millionen oder so drauf. Aber das ist noch da, wenn da mal so eine 20 und eine 00 steht, dann ist es soweit. Ist die Frage. Nehme ich noch eine Folge dann in Anschluss auf? Oder gehe dann ein Bett? Schon so spät ist. Oder schau nur in den Fernseher? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Ja, weil es mir gerade so in den Kopf kommt. Habt ihr Lieblingssendungen im Fernsehen noch? Oder Lieblingsserien? Schreibt es in die Kommentare. Mal meine Lieblingssendungen. Gut, zum einen Navy CIS gibt es da oder Fringe. Grenzfälle des FBIs heißt es. Sehr interessant. Gibt es jedoch nicht mehr. Also wird nicht mehr produziert. Wurde damals eingestellt. Das Ganze. Momentan, aktuell,
Ne, wie sehr ist das? Kommt am laufenden Band irgendwo? Sonntag auf Sat.1, Samstag auf Kabel 1. Das ist ja eigentlich. Eigentlich gefällt mir die Sendung. Und dann noch so Achtung, Kontrolle auf Kabel 1 immer so von 19 bis 20 Uhr. Und noch bis Freitag. Top-Sendung. Beziehungsweise immer auf Sat.1 um 14 Uhr auf Streife. Aber das kann ich momentan ja nicht anschauen, da ich auf Arbeit bin. Schlecht. Gut, wir sind ja schon bei 5 Millionen Schulden angekommen, also es läuft weiterhin hervorragend. Geld hätten wir auf Ansparen gekönnt und theoretisch in neue Streckenabschnitte investieren gekonnt. Wäre auch praktisch gewesen, muss man sagen. Okay, ich werde noch ein Bad aufnehmen. Nehme ich mal an. Schulden gehen immer weiter runter, wo wir eigentlich haben. Umso besser eigentlich. Die Stadt brauchen wir auf jeden Fall zuerst erstmal nicht anschließen. Gott, das liegt ja komplett auf einem Hügel. Beziehungsweise die hier eigentlich auch nicht, ne? Gerade die dahinter angeschlossen. Mal schauen. Bei Format da so rum, darüber zu dir. Machen eine extra Linie nur zu der Stadt drauf, die zu der davon, dass wir die noch mit darüber verbinden oder irgendwie so, da lassen wir uns einfallen. Also nächste Folge wird auch nur sein, wir bauen die Schulden ab. Beziehungsweise die Fahrzeuge können eigentlich auch mal erneuert. Das stimmt eigentlich, das wäre eigentlich vorrangig mal besser. So, mal schnell schauen. Wir haben in beiden 3, 6, 9, 10 haben wir überall drin. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall 290 in beiden. Jetzt brauchen wir da gar nichts aufhängen. Ah, schon wieder kein Geld. Nummer 3, 6, 7, 8, 9, 10. Haben wir jetzt mal das in der einen Ortschaft hier, das war die hier. Tun wir da unten auch noch alle ersetzen. Fünf, sechs, sieben, acht. Hoffen wir, alle sind acht. Drei, sechs, acht, genau, und brauchen wir zwei Stück. Soll man natürlich wieder Geld ausgeben. Aber wir können ja immer nur Schulden zurückzahlen, also alles passt nur. Gut, das war's dann auch schon wieder für diese Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag.